In diesem Video sprechen wir über das Thema Personalcontrolling. Personalcontrolling ist eine dem Unternehmenscontrolling untergeordnete Disziplin. Bei ihr wird der Controlling-Gedanke auf die Steuerung und Kontrolle von personellen Vorgängen innerhalb des Unternehmens angewendet. Personalcontrolling soll informieren, indem es die Kosten der Personalarbeit transparent macht, Personalprozesse beschreibt und durch Informationen strategische Entscheidungen vorbereitet. Beim Personalcontrolling sind in der Regel nicht einzelne Mitarbeiter, sondern Gruppen oder auch die gesamte Belegschaft im Fokus. Zu den typischen Betätigungsfeldern gehören Personalplanung, Mitarbeiterzahlen, Risikomanagement, Kostenstrukturen, Planstellen, Organisationseinheiten oder die Bildungsbedarfsanalyse. Es gibt diverse Beispiele, wie Personalcontrolling eingesetzt werden kann. Zeitvergleichskontrollen, Planfortschrittskontrollen oder Prognosenkontrollen erfolgen durch den Vergleich verschiedener Ist-, Soll- oder Wird-Zustände. Das Anfertigen von Benchmarks lässt sich durch den externen Vergleich mit der Konkurrenz oder den internen Vergleich mit anderen Standorten bewerkstelligen. Zeitreihen dienen dazu, durch den Vergleich verschiedener Zeitpunkte Trends und Entwicklungen zu beschreiben bzw. zu prognostizieren.